So, ich bin wirklich, ein Video interessiert mich auf jeden Fall noch sehr. KuchenTV versus Chan Brok. Irgendwie hat dann Chan Brok sehr negativ gegenüber KuchenTV reagiert. So wie ich das in Tims Instagram-Stories mitbekommen habe, weil er irgendwie einmal vor 7 Jahren mit KuchenTV kooperiert hat und so. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr lost und ich bin gespannt. Menschenrechte. Heute geht es mal um das Dubai-Verteidigungsvideo von Chan Brok. Und es tut mir wirklich leid, dass ich kritisch über ihn berichten muss. Denn er ist damals der einzige Ausländer gewesen, der mich gegen Ernstling verteidigt hat. Bruder, dank dir habe ich aufgehört, die NPD zu wählen. Ich bin immer für dich da. Außer wenn die AfD an die Macht kommt. Dann kenne ich dich natürlich nicht. Und ja, ich weiß, das Video ist schon etwas älter, um genau zu sein, 1,5 Monate. Aber die ganze Zeit kam irgendwas anderes. Chan Brok, Ansage an Jan Böhmermann. Ah, Das hier, okay. dazwischen. Gewitter im Kopf, Mitreden, Kevin Wolter. Digga, ich komme gar nicht mehr hinterher. Jan Böhmermann hat vor einem Monat ein Video hochgeladen, wo er einige Influencer dafür kritisiert hat, dass sie nach Dubai ausgewandert sind. Er hat gezeigt, dass Dubai jetzt nicht gerade pressefreiheitsmäßig mit Influencern umgeht. Denn um da influencen zu dürfen, braucht man eine Influencer-Lizenz. Und die erlaubt dir nur noch positiv über Dubai zu berichten. Du darfst gar nicht mehr kritisch oder negativ über dieses Emirat berichten. Ich muss sagen, wer nach Dubai macht, der verkauft dort einfach, oder eine weibliche Person, die nach Dubai macht, verkauft dort ihre Rechte. Wie man so völlig hinterm Mond leben kann, ja, um nach Dubai auszuwandern. Mir fällt da wirklich nichts zu ein, ja. Also die unterstützen Unterdrückung, ja. Die unterstützen dort auch teilweise Sklavenarbeit. Die unterstützen, dass dort Menschen politisch einfach niedergemacht werden, ja, sobald irgendwas mal ist. Die unterstützen es, dass Frauen nichts machen dürfen, so gefühlt. Weißt du? Also ich verstehe das nicht. Wie kann man ein Land unterstützen, was Menschenrechte oder was auf Menschenrechte scheißt? Dazu gibt es in Dubai natürlich einige Gesetze, die man nicht so ganz verstehen kann. Man darf sich zum Beispiel in der Öffentlichkeit nicht Ja, küssen, nur, man das darf in können der wir noch dazu, Öffentlichkeit ja. keine laute Musik hören und man darf in der Öffentlichkeit nicht tanzen. Das Erste, was ich in dem Video nicht verstehe. Ich werde die WM komplett boykottieren. Kann ich verstehen, Baku. Ich weiß auch nicht, wie es bei mir aussieht. Irgendwie das Feeling zur WM, wie vor, sage ich mal, 10 Jahren, ist sowieso gar nicht mehr da. Ich finde, ich habe gar keine. Gut, ich meine, wir haben es jetzt 2021, ist jetzt gerade eh keine richtige WM-Zeit, aber das Feeling überhaupt zur richtigen WM habe ich gar nicht. Weiß nicht, ob das überhaupt noch geweckt wird. Dir ist der Monolog über Steuern, den er hält. Die erste Frage, die ich euch da draußen stellen will, ist: Wofür gehen unsere Steuern eigentlich drauf? Digga, sind wir hier in der 8. Klasse und der Lehrer will uns gerade was erzählen? Auf jeden Fall kommt jetzt folgender Punkt von ihm. Erst letztens kam ein Video online, ich glaube, Montana Black hat auch darauf reagiert, gehabt, die 5 größten Steuerverschwendungen. Kennt ihr das noch? Wenn nicht, schaut es euch einfach an. In Deutschland sind wir dazu verpflichtet, Steuern zu zahlen, was auch gut ist. Das wiederum bedeutet aber nicht, dass mit den Steuergeldern gut gehaushaltet wird. Das Argument. Lebt Chan Brok eigentlich noch in Deutschland? Ich dachte, Chan Brok, der ist ausgewandert in die Türkei. Weiß das jemand? Von ihm ist jetzt also, dass es vollkommen okay ist, keine Steuern zahlen zu wollen, weil man hier teilweise mit den Steuern nicht so gut wirtschaftet. Okay? Und ja, an sich würde ich ihm da sogar zustimmen. Und ja. Ja, Und moin. ja, an Ja, das ist mir auch schon mal passiert. Sich finde ich den Er will Punkt aufs sogar Land gehen. verständlich. Wenn du sehr viel verdienst in Deutschland, dann liegt der Spitzensteuersatz bei 45%. Und das ist halt wirklich mega lächerlich. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn irgendwelche Leute auswandern. Aber musst du denn in ein Land auswandern, was Menschenrechte mit Füßen tritt, was moderne Sklavenarbeit unterstützt und was dich als Influencer einfach nur als billige Werbeplattform ausnutzt, da du halt nur noch positiv über dieses Emirat berichten darfst? Natürlich läuft auch in Deutschland nicht alles perfekt, aber wir sind Dubai in sehr, sehr vielen Punkten klar überlegen. Das Einzige, was du machst, ist zu sagen, ja gut, aber Deutschland hat ja auch Probleme. Ja, wow, gute Argumentation auf jeden Fall. Und jetzt nochmal ernst auf Jan. Was juckt dich Simon Desue, Sami Slimani, was juckt es dich, was die in Dubai da machen? Oder warum ungespielt auf Madeira chillen? Oh, das ist auch so eine Aussage, was juckt es dich? Da kannst du auch sagen, was juckt es dich, dass dort Sklavenarbeit unterstützt wird? Was juckt es dich, dass dort Leute unterdrückt werden? Also, natürlich juckt es. Es ist ein großes Problem, dass es immer noch auf dieser Welt Menschenhandel gibt, dass es immer noch auf dieser Welt Unterdrückung gibt oder Menschenrechte mit Füßen getreten werden oder getreten wird. Klar juckt das. Das ist ein generelles Problem. Und die Personen, die dort gerade aufgezeigt werden, die tragen dazu bei, dass es so ist. Es ist doch scheißegal, wer wo lebt oder wer wo irgendwas macht. Das ist deren Entscheidung. Was juckt dich das? Ist das nicht diese Art von Freiheit, wofür Deutschland so krass steht? Ich glaube, hier hast du Böhmermanns Video nicht so ganz verstanden. Es geht ihm nicht nur grundsätzlich darum, dass die Influencer keine Steuern zahlen wollen, sondern dass es ihnen anscheinend so wichtig ist, dass sie dafür in ein Emirat ziehen, was, wie gesagt, halt die Menschenrechte mit Füßen tritt, was komplette Zensur betreibt und wo es einfach keine Pressefreiheit gibt. Man möchte damit zeigen, wie moralisch verwerflich diese Influencer
Interesse handeln, einfach nur, weil sie selber davon profitieren. Aber ja, was interessiert das Jan Böhmermann eigentlich? Nun ja, die gleiche Frage könnte man dir ja eigentlich auch stellen, oder? Ich meine, was interessiert dich denn ein Jan Böhmermann? Was interessiert dich ein Jo-Olli? Und was... Also, es hat aber ganz schön viel Negativreichweite bekommen. Guck mal, auch stellen, oder? Ich meine, was interessiert dich denn ein Jan Böhmermann? Es hat nur 69% Likes. Krass. Also der wurde schon allein dafür sehr stark kritisiert, definitiv. Interessiert dich ein Jo-Olli? Und was interessiert dich ein Younes Amiri? In deinen Watt für Werbefreundlichkeitsfolgen redest du jedes Mal über irgendwelche Influencer oder anderen Personen. Was interessieren dich diese Leute denn? Man könnte den Punkt halt genauso umdrehen und gegen dich benutzen. Also hier ganz klare Doppelmoral von deiner Seite. Du hast genauso das Recht, kritisch über diese Leute zu berichten, wie Jan Böhmermann das Recht hat, kritisch über Influencer zu berichten, die nach Dubai ziehen. Und ja, genau dafür steht Deutschland, dass du alles und jeden kritisierst. Kannst, solange du dich halt an Gesetze wie üble Nachrede oder Beleidigungen hältst. Du hast recht, genau dafür steht Deutschland. Jan Böhmermann verbietet ja niemanden dahin zu ziehen, er kritisiert dieses Verhalten nur. Jeder, und ich meine wirklich jeder, auch du hinter der Kamera, egal wer du bist, der die Möglichkeit hätte, Steuern zu sparen, und ich rede hier von 6- bis 7-stelligen Zahlen, würdest du doch tun, oder? Ja, das würden wahrscheinlich viele Leute, da stimme ich dir zu, aber nur die wenigsten würden... Also wenn man moralisch komplett hinterm Mond lebt, dann würde man wahrscheinlich sowas tun. Nach Dubai auszuwandern, weil man keine Steuern zahlen muss, Vorteile genießen darf, aber dabei gleichzeitig ein Land unterstützt, was eben Menschenrechte mit Füßen tritt. Moralisch so verwerflich handeln, in ein Emirat zu ziehen, was Menschenrechte mit Füßen tritt, was Sklavenarbeit unterstützt, wo die Pressefreiheit eingeschränkt wird und wo der Herrscher sehr viele fragwürdige Aktionen bringt. Er redet über dieses Steuerthema noch relativ lange, ohne dass er überhaupt mitbekommt, worum es Böhmermann in dem Video eigentlich gegangen ist. Er bringt unter anderem noch den Punkt, dass dieses Steuersparen ja gerade bei Influencern so krass auffällt, da sie halt in der Öffentlichkeit stehen. Und ja, an sich hat er damit natürlich recht. Ein Influencer, der postet sein ganzes Leben online, dann kriegt man sowas natürlich viel eher mit. Man darf hierbei aber nicht vergessen, dass diese Influencer halt kostenlose Werbung für Dubai machen und dafür halt keine Steuern zahlen. Das heißt, sie werben halt quasi dafür. Das ist halt schon eine Geschäftsbeziehung quasi, die man miteinander hat. Ja. Gleichzeitig werden aber auch Firmen wie IKEA immer wieder dafür kritisiert, dass sie keine Steuern zahlen. Das Gleiche gilt für Apple und Co. Also zu sagen, dass ja nur Influencer dafür kritisiert werden, wenn sie keine Steuern zahlen, ist halt einfach falsch. Was ist daran schlimm, unabhängig jetzt von Dubai in ein anderes Land zu ziehen, wo es gutes Wetter gibt, wo die Menschen korrekt sind, wo es geiles Essen gibt und wo du weniger Steuern zahlst? Nichts ist verwerflich daran, gar nichts. Sehr guter Punkt auf jeden Fall, weil gutes Wetter, korrekte Leute und gutes Essen, das gibt es in Deutschland leider nicht, du hast recht. Das Ding ist halt, dass Herr Böhmermanns Video anscheinend überhaupt nicht checkt und das merkt man auch beim nächsten Punkt. Also ich kenne das Video von Jump Rock noch nicht, aber das ist wirklich... Das sind Aussagen, die sind extrem, extrem lost. Also ich weiß nicht, ob der überhaupt wusste, dass Dubai echt ein sehr beschissenes Land ist. Ich glaube, das ist noch nicht mal ein Land, wo ich gerne Urlaub machen wollte. Also erstmal würde ich ja damit Dubai unterstützen, wenn ich Urlaub machen wollte. Aber ich finde, Dubai ist halt wirklich ein... Da ist ja eigentlich nichts. Das ist ja eigentlich alles bloß aufgeschüttet. Wahrscheinlich mit Sand oder was weiß ich. Und da wurde eine Stadt hingebaut. Und keine Ahnung, dort werden halt, wie gesagt, die Rechte mit Füßen getreten, aber es juckt halt einfach nicht, weil durch diese Influencer-Verträge wird das halt alles schön geredet. Und den er bringt. Aber wenn ich doch die Möglichkeit habe, meine ganze Familie rüberzunehmen und ich meine Ruhe habe, was jetzt nicht böse überkommen soll, dann kann ich das doch machen. Egal, ob ich nach Dubai ziehen will, nach Istanbul oder nach Timbuktu. Das hat niemand zu jucken. Du kannst machen, was du willst. Das ist ja auch gar nicht der Punkt. Es geht einfach darum, dass du als Werbeplattform agierst für ein Emirat, was, ich muss es halt schon wieder sagen, Menschenrechte... Ja, und du musst auch sagen, die haben ja einen Vertrag, ja. Also du kritisierst praktisch dieses Geschäft, dass du etwas eintauschst. Ist halt einfach so. Und das kann man definitiv kritisieren. Und ich finde, das sollte man auch kritisieren in der Öffentlichkeit. Mit Füßen tritt, Sklavenarbeit unterstützt und moralisch fragwürdige Dinge macht. Wenn du einfach nur auswanderst, um Steuern zu sparen, beispielsweise nach Madeira oder irgendwo anders hin, wo es diese ganzen Probleme nicht gibt und wo du nicht als billige Werbeplattform ausgenutzt wirst, dann würden sich die Leute halt auch deutlich weniger beschweren. Es geht hier ganz klar um die politische Einstellung von Dubai und deren Gesetze. Und es ist nun mal Fakt, dass Monte eine Lizenz dafür braucht, wann er streamt. Er muss dafür Geld bezahlen. Das bedeutet, dass Monte als Rundfunk gesehen wird. Wisst ihr, wie ich meine? Und Monte muss aufpassen, was er sagt. Das nennt man Zensur. So viel zum Thema Zensur und Meinungsfreiheit. Ich kann, wenn ich will, in meinen Streams Casino spielen, Monte darf nicht. Dieser Punkt ist halt wirklich wieder so unfassbar dämlich, dass ich mich wirklich frage, meinst du dieses Video ernst? Er spricht dir natürlich die Influencer-Lizenz in Dubai an. Und wenn du nämlich dort Influencer sein möchtest, dann musst du dir eine Influencer-Lizenz holen. Dort unterschreibst du, dass du nicht negativ über Dubai berichtest, du berichtest nicht über kontroverse Themen, nicht über Religion und halt grundsätzlich nicht negativ über das Emirat oder den Herrschern. Generell solltest du dich politisch einfach gar nicht äußern. Eine kritische Auseinandersetzung... Junge, es wird mich aber auch so aufregen, ne? Du darfst dich über das Land, in dem du lebst, darfst du nichts Negatives sagen oder nichts kritisieren, weil sonst hast du ein großes Problem, ja?
Also ein sehr, sehr großes Problem wahrscheinlich. Also wie traurig ist das, in ein Land zu ziehen, wo dir deine Meinung verboten wird? Das ist echt heftig. In der Setzung mit dem Emirat, wo du lebst, wird dir also in der Öffentlichkeit einfach komplett verboten. Er stellt das Ganze jetzt mit einer Rundfunklizenz gleich, die einfach... Also wie hier... Ja, wollen Sie es mal nicht übertreiben, ne? ...doch nur dafür da ist, den Jugendschutz durchzusetzen. Und ja, da gehört dann halt auch Glücksspiel drunter. Monte darf weiterhin kritisch über die Regierung berichten, er darf auch kritisch über religiöse Themen berichten und er dürfte auch jeden Politiker einzeln kritisieren. Das sind alles Dinge, die komplett erlaubt sind. In Dubai allerdings nicht. Wie kannst du diese beiden Sachen bitte auf eine Stufe stellen und bei beiden von Zensur reden? Natürlich ist das, was der König da gemacht hat mit seiner Tochter, schlichtweg falsch. Und sowas toleriere ich auf gar keinen Fall. Und es ist mir natürlich als Tourist oder auch generell aufgefallen, dass in Dubai Sachen passieren. Ich weiß gar nicht, was ist denn da so richtig passiert? Hat er seine Tochter entführen lassen? Irgendwie hat er doch seine Tochter verschwinden lassen. Und keiner weiß, was da jetzt so richtig passiert ist. Das ist krank, müsst ihr euch mal überlegen. Der König hat seine Tochter eingesperrt und da merkst du, wie geisteskrank das dort ist. Korrekt sind. Aber jetzt stelle ich mir schon wieder eine Frage. In welchem Land läuft denn alles perfekt? Ja, hallo, das ist doch genau das, was ich die ganze Zeit sage. Mein Gott, dann entführt der Herrscher halt seine Tochter. Dann gibt es da halt keine Meinungsfreiheit. Und dann darf man sich halt nicht in der Öffentlichkeit küssen. Ich meine, ganz ehrlich... Welches Land ist heutzutage schon perfekt? Alles gut, meine Freunde, denn wir haben hier ja zum Beispiel auch Probleme. Zum Beispiel folgendes. Ist jeder Amerikaner oder jemand aus Deutschland, der nach Amerika gezogen ist, schlecht? Nur weil Obama unzählige Bombenanschläge in Auftrag gab? Nein, denn dafür kann der Mensch, der in Amerika lebt oder jemand, der ausgewandert ist oder als Tourist dahin kommt, er kann nichts dafür. Ja, richtig. Die Leute können nichts dafür. Ja, aber du kannst ja wissentlich, obwohl du weißt ja, dass da was passiert ist, kannst ja überlegen, unterstützt du das oder unterstützt du das nicht. Nur wenn du dort aber dorthin machst, unterstützt du es ja scheinbar. Findest du es ja in Ordnung. Allerdings dürfen sie sich kritisch mit solchen Themen auseinandersetzen und darüber berichten. Keiner wird dich einsperren, wenn du in den USA einen Artikel machst, dass Obama irgendwelche Drohnenangriffe oder Kriegshandlungen vorgenommen hat. Wenn du das gleiche in Dubai machst, dann bist du erstmal weggesperrt. Du kannst die Welt alleine nicht verändern, aber du kannst darüber sprechen. In Dubai kannst du das halt nicht machen. Vor allem auch diese dämliche Relativierung. Ja, in Dubai passieren doofe Sachen, aber Obama hat Drohnenangriffe gestartet. Alles gut, meine Freunde. Jeder ist einfach schlecht. Das Ganze geht allerdings noch weiter. Jeder, der nach Dubai reist oder dorthin auswandert, unterstützt den Staat Dubai. Alle Punkte, die er angesprochen hat, als Beispiel die moderne Sklaverei, dass die Menschen dort unterbezahlt werden. Das ist seine Meinung. Aber jetzt habe ich mal noch eine Frage. Wusstet ihr, dass Deutschland unter den Top 5 der Waffenexporteure ist? Ja, okay. Dann unterstützen die Leute, die nach Dubai auswandern, halt Menschensklaverei. Aber Deutschland ist einer der größten Waffenexporteure. Ich bin in Deutschland geboren. Ich finde diese Waffenlieferung auch nicht gut, aber ich habe es mir nicht ausgesucht, hier zu wohnen. Eine Person, die auswandert, kann sich ja fast frei auswählen, wo sie hinziehen möchte. Ja. Man ist nicht gezwungen, nach Dubai zu ziehen. Und wenn man sich dafür... Das ist Real Talk so. Man macht das ja freiwillig. Also der geht ja freiwillig nach Dubai oder wer auch immer, um das halt dort zu unterstützen. Ja? Also sie wissen ja, was sie dann unterstützen. Wenn du halt hier aufgewachsen bist, du kannst ja nichts dafür. Ja? Du kannst nichts dafür, wo du herkommst, welche Hautfarbe du hast oder welche Religion du erstmal angehörst. Ist einfach so. Bei entscheidet, dann muss man auch damit rechnen, dafür kritisiert zu werden. Vor allem darf ich ja, wie gesagt, in Deutschland zumindest kritisch darüber berichten und meine Meinung sagen und so versuchen, etwas zu ändern. Ja, ich finde, das Schlimmste ist eigentlich, dass einem dort die Meinung, dass man seine eigene Meinung dort nicht sagen darf. Ist das Schlimmste? Also wie kann ich das selber mit mir vereinbaren, eine Lizenz zu unterschreiben, um in ein Land zu ziehen, wo ich meine Meinung nicht preisgeben darf. Zu Sachen, die mich stören, ja, was Politisches auch anbelangt. Wie kann man so sein in eine Stadt, ich weiß nicht, Dubai ist eine Stadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten, ne? Wie kann man das machen? Ich check das nicht, ne? Ich hätte auch mega Angst, dass wenn ich dort wieder auswandern möchte aus Dubai, dass ich das nicht kann, weil die das nicht zulassen. Was weiß ich? Dann hätte ich viel zu sehr Angst. Versuch das Ganze mal in Dubai. Leute, ich weiß, ich habe sehr viele Fragen gestellt, aber ich habe noch eine Frage. Woher kommt eigentlich unser Öl? Kommt nicht extrem viel Öl aus Russland? Ich weiß gar nicht. In Dubai. Leute, ich weiß, ich habe sehr viele Fragen. Also Dubai natürlich auch, aber wir wollen es jetzt mal nicht übertreiben mit Dubai. Also Dubai an sich ist jetzt nicht die Stadt, wo alles voller Öl ist. Ne? Gestellt, aber ich habe noch eine Frage. Woher kommt eigentlich unser Öl? Auch wenn es nur 1% beträgt, woher wir unser Öl bekommen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, damit unterstützen wir Saudi-Arabien auch. Hä, habe ich jetzt irgendwas verpasst? Also erstmal, Saudi-Arabien... Ach, Gas kommt von Russland, ja. Ja. Saudi-Arabien. Das hier sind die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel Prozent wo
geholt wird. Ne? Saudi-Arabien sind nicht die Vereinigten Arabischen Emirate. Und wie er im Video auch schon richtig eingeblendet hat, weil er das bei der Aufnahme nicht gemacht hat, weil er es gar nicht wusste und erstmal irgendwas behauptet hat, bekommen wir gerade mal 1,7% unseres Öls von Saudi-Arabien. Warte, was war noch davor? Erstmal irgendwas behauptet hat, bekommen wir gerade mal 1,7%. Guck mal, Russland, hier, Erdöl. Ursprungsländer. Naja, das ist ja Russland. 36%, Norwegen. Alter, Norwegen ist so viel. 11,8%, Libyen. 8,5%, krass, Alter, ich hätte nicht gedacht, auch Nigeria, ne, mit 6,4%, hätte ich nicht gedacht. Oha, doch Russland. Hier ist ja der allwissende Boss, ja. Öls von Saudi-Arabien. Aber um die geht's doch einfach gar nicht. Also, wo hast du jetzt den Bezug dazu her? Dieses Argument von Jan könnte nicht scheinheiliger sein, weil Deutschland und viele andere Industrienationen sehr viel Scheiß am Stecken haben, von dem wir vielleicht gar nichts wissen. Dubai ist vielleicht nicht gut. Aber Deutschland auch nicht. Der Pokal für die beste Argumentation 2021 geht an... Ich frage mich gerade, woher er den Pokal hat, aber das ist tatsächlich keiner, den er gewonnen hat, glaube ich. Der wurde ihm geschenkt, scheinbar. Oh, entgegengenommen von KuchenTV, da der das wohl nicht für das Video machen würde. Kommen wir mal zu den Verboten, die Jan Böhmermann in seinem Video angesprochen hat. Zuallererst, was die laute Musik und das Tanzen angeht. Ich lasse jetzt mal einen Clip einblenden, wo ich auf laute Musik tanze und nicht bei einem Undercover-Spot, sondern vor dem Burj Khalifa. Das bleibt unter uns, okay? Ich wurde nicht verhaftet. Ah, gutes Argument. Du hast auch in der Öffentlichkeit getanzt. Vor allem nicht mal richtig getanzt im Sinne von YMCA oder irgendwie so, keine Ahnung. Sondern du hast dich... Warte mal, was? Warte. Mal richtig getanzt im Sinne von YMCA. Ja, das ist richtig. YMCA. Nee, A ist doch so hier, oder? Das war sonst schon richtig, wie er es gemacht hat. Aber ich glaube, A ist auch so YMCA. Und dann machst du hier so das Dach, oder? Oder liege ich falsch? Oder irgendwie so, keine Ahnung. Sondern du hast dich halt so ein bisschen so bewegt, dass das halt nicht mal wirklich wer mitbekommen hat. Ja. Und weil du jetzt nicht verhaftet worden bist, willst du mir jetzt sagen, dass du damit bewiesen hast, dass es in Ordnung ist, in der Öffentlichkeit zu tanzen? Ich meine, Jan Böhmermann... Ja, vor allem so ein 3-Sekunden-Ausschnitt, wo er mal ganz kurz nur so tanzt. Also man merkt ja, dass der ja schon Angst hatte, dort zu tanzen. Hier in Deutschland kannst du tanzen, wie du willst. Da gibt es auch Leute, die gehen mit einer Bassbox raus und tanzen dort noch. Also das kannst du auch nicht vergleichen mit, ja, man darf dort ja auch tanzen. Ja, und dann zappelt der dort 3 Sekunden rum und hat Angst. Man konnte mit einem Artikel beweisen, dass eine Person, die getanzt hat, eingesperrt worden ist. Aber du hast jetzt recht, weil dir das nicht passiert ist, oder was? Aber auch aus einem anderen Grund ist die Argumentation einfach mega schlecht. Wenn ich jetzt in Deutschland über eine rote Ampel gehe und ich werde nicht erwischt, ist es erlaubt, über eine rote Ampel zu gehen, weil ich habe ja keine Strafe dafür bekommen. Und wenn ich eine Person ermorde und nicht erwischt werde, ist es dann ebenfalls erlaubt, weil ich habe ja keine Strafe dafür bekommen. Es ist halt einfach faktisch gesehen verboten. Vollkommen egal, ob du jetzt dafür verhaftet worden bist oder nicht. Man muss gar nicht darüber diskutieren, dass solche Gesetze einfach nur lächerlich sind. Kommen wir zum Küssen in der Öffentlichkeit. Ihr dürft hier eine Sache nicht vergessen. Saudi-Arabien ist ein muslimisches Land. Es gelten andere Sitten und Regeln als in Deutschland. Und das sollte man respektieren. Eben. Man muss es halt einfach akzeptieren. So wie diese Britin hier es akzeptieren musste, dass sie von 2 Männern vergewaltigt worden ist. Aber dafür auch nur... Das Britin wird in Dubai verhaftet. Das Britin wird in Dubai nach verhaftet. Eine junge Britin wird in Dubai nach einer Vergewaltigung wegen außerehelichem Sex verhaftet. Ihr droht eine harte Strafe. Das heißt, diese Frau, ja, das kommt übrigens dazu, wenn eine Frau, die verheiratet ist, von jemand anderem vergewaltigt wird, dann droht ihr die Strafe, weil sie Ehebruch sozusagen wie begangen hat. Weil sie muss ihrem Mann treu bleiben. Das ist so krank. Nur selber verhaftet wurde, weil sie Sex außerhalb der Ehe gehabt hat. Mein Gott, das ist dann halt einfach deren Kultur. Das Verfahren wurde übrigens eingestellt. In einem Video hat man wohl gesehen, dass es einvernehmlich war. Ist ja dann eigentlich trotzdem Sex vor der Ehe, aber aufgrund der großen Kritik hat man das Verfahren dann wahrscheinlich doch lieber eingestellt und alle Beteiligten konnten das Land wieder verlassen. Das ist positiv. Nichtsdestotrotz müsst ihr euch das mal vorstellen, die wird erstmal verhaftet, weil sie vergewaltigt wurde. Das kannst du keinem erzählen, dass eine Frau eine Strafe bekommt, weil sie vergewaltigt wurde. Dinge wie fehlende Menschenrechte nicht mehr zu kritisieren und das aufgrund der Kultur oder Religion ist halt einfach falsch. Sklaverei ist weder eine Religion noch ein Kulturgut. Warum sollte man es denn gutheißen, wenn ein Emirat Menschen zensiert, einfach nur, weil sie islamisch geprägt sind? Das macht doch gar keinen Sinn. Fakt ist, die Arbeitsstellen in Dubai haben es vielen ermöglicht, ein besseres Leben zu leben und ihre Familien zu unterstützen. Ihr wollt nicht wissen, wie viele Inder und Pakistaner wir getroffen haben, die genau das bestätigen. Du willst mir also wirklich sagen, dass es diese Probleme, die Jan Böhmermann...
man da angesprochen hat und die teilweise auch mit Videos und Fotos dokumentiert worden sind, wo es Beweise für gibt, nicht existieren, weil du während deinem Urlaub mit irgendwelchen pakistanischen Mitbürgern da geredet hast? Ist das wirklich deine Argumentation? Vor allem sagt er relativ am Anfang des Videos Folgendes. Aber Jan gibt in seinem Video eine viel zu einseitige Meinung ab, die nur dazu dient, um zu polarisieren, und das ist für mich sehr heuchlerisch. Machst du hier nicht genau das Gleiche, egal ob jetzt beim Tanzen oder bei der Sklavenarbeit? Du berichtest doch ebenfalls einseitig und lässt... Das stimmt allerdings, berichtet er. Fakten halt einfach komplett weg. Ja, mag sein, dass das Video von Jan Böhmermann sehr einseitig war, aber er konnte alles mit Fakten und Quellen belegen. Du sagst einfach nur, alles gut, wir haben mit denen geredet, da gibt's keine Probleme. Ist das wirklich besser? Wer bietet diesen Menschen denn sonst Arbeit? Wir haben gesehen, was in Deutschland passiert, Stichpunkt AfD. Eben, man soll froh sein, dass man überhaupt arbeiten darf. Da sollten sich dann auch die Sklavenarbeiter in Katar nicht beschweren, die gerade die Stadien für die WM nächstes Jahr bauen. Mein Gott, dann sind halt 6500 Leute gestorben. Aber ganz ehrlich, immerhin hatten sie Arbeit, oder nicht? Und ich meine, das bisschen unmenschliche... Zumal die einfach so dorthin geschickt werden und gar nicht wissen, auf was sie sich da teilweise einlassen, ja? Also das ist wirklich Sklavenarbeit. Die haben sich nicht ausgesucht, dort zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Die dachten, die kommen dorthin, um etwas zu verdienen, damit es denen dann gut geht, wenn die wieder zu Hause sind, dass sie sich da was leisten können. Die kommen aber dorthin, verdienen so ziemlich gar nichts und sterben. Und das ist krank. Und ich verstehe nicht, wie das sein kann, dass sowas unterstützt wird. Schlechte Behandlung, schlechte Bezahlung, dass ihnen die Pässe weggenommen werden und. Ja, dafür dürfen sie arbeiten. Ey, alles gut oder nicht? Das war auch schon das gesamte Video. Ich finde es mega lustig, dass er am Anfang einfach Folgendes gesagt hat. Die Probleme, die Jan Böhmermann in seinem Video angesprochen hat, sind meiner Meinung nach ein bisschen komplexer. Deswegen muss unbedingt dieses Video heute sein. Ja, das Thema ist komplex. Anscheinend zu komplex für dich. Viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Er relativiert halt einfach alles, was Dubai macht. Und mit Whataboutism versucht er einfach von den Argumenten abzulenken, ohne dass er sie in irgendeiner Weise entkräftigt. Dabei sind seine Argumente dazu halt nicht mal gut. Und er hat das Video von Jan Böhmermann anscheinend auch nicht verstanden. Ich finde das gut, dass über solche sehr kritischen Themen auch gesprochen wird. Ja, weil es ist wirklich, finde ich, schon ein schwerwiegendes Problem, dass es sowas noch gibt in der heutigen Zeit. Ich kenne auch einige grausige Stories aus Kuwait. Nannies, die so verzweifelt waren, dass sie die Neugeborenen aus der Familie umgebracht haben, ist nur die Spitze des Eisbergs. Ja, es ist krass, was auf dieser Welt derzeit so abgeht. Unangenehm. Sehr unangenehm. Das Video von Jan Böhmermann ebenfalls nicht zu 100% gut. Aber dieses Antwortvideo ist halt wirklich einfach schrecklich. Das war einfach nur ein komplettes Eigentor von dir. Er hat übrigens noch was anderes am Anfang des Videos gesagt. Und zwar Folgendes. Ich werde auf Punkte eingehen von Jan Böhmermanns Video und sie versuchen mit Argumenten zu widerlegen. Tja, Bruder, Relativierung und Whataboutism hat halt leider nichts mit einer Argumentation zu tun. Vielleicht guckst du dir mein Video an und danach versuchst du es einfach nochmal. Ich hoffe, dass du antwortest. Ich bin gespannt auf unseren argumentativen Austausch. Wir sehen uns in... Muss ich sagen, sehr gutes Video, ja, hat mir gut gefallen. Und ich bin froh, dass dieses Video hier nicht aufgrund der Jumbroke-Community zu Tode gedisliked wurde, weil das halt obvious ein gutes Video ist, ja. Und Jumbroke wirklich viel Scheiße erzählt hat. Ich bin mal gespannt...